Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch wieder mit und wir starten auch direkt mit meinem Lieblingsessen, was ich jetzt zum Abendessen kochen werde. Und zwar sind das polnische Pierogi oder wie man auf Deutsch sagt, Pierogen. Russisch sind es, glaube ich, Pelmini. Und zwar diesmal Ruske Pierogi. Und es übersetzt sind das russische Pierogi. Ich weiß nicht, ob die nur in Polen so heißen oder die so heißen, weil es typisch russische Füllung ist für die Pierogen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ja, kenne ich die so von meiner Kindheit mit einer Kartoffel-Quark-Füllung. Und ja, die sind sehr, sehr lecker. Und wir legen jetzt los. Für die Pierogi mit der Kartoffel-Quark-Füllung habe ich hier einmal den Teig zubereitet. Der ist super einfach. Mehl, Wasser, etwas Öl. Mit genauen Mengenangaben und so weiter schreibe ich euch in die Infobox. Und jetzt kommen wir zur Füllung. Ich habe hier schon mal die Kartoffeln gekocht und abkühlen lassen. Da kommen jetzt gleich ein bisschen gebratene Zwiebeln mit rein. Salz, Pfeffer, Majoran und dann dieser polnische Käse. Falls ihr bei euch in der Nähe einen polnischen Supermarkt habt, dann hier diesen Twaróg. Falls ihr das nicht habt, also ich habe das Glück, dass ich in der Nähe so einen polnischen Feinkostladen habe. Deswegen kann ich das benutzen. So sieht der aus. Falls ihr den aber nicht habt, könnt ihr von Landliebe diesen Schichtkäse verwenden. Den würde ich euch aber dann einmal raten, einmal ein bisschen abtropfen zu lassen. Aber damit geht es auch. Ich meine, man könnte auch theoretisch ganz normalen Quark nehmen, aber ist halt eine Geschmackssache. Könnt ihr schauen, was euch besser schmeckt. Teig lasse ich mal noch kurz in Ruhe. Jetzt machen wir erstmal die Füllung fertig. Ich will jetzt einmal die Zwiebeln hier dazu geben. Quark, ne? Ein bisschen saftig. Ich mag es jetzt mit viel Pfeffer, ihr könnt aber auch weniger benutzen. Dann Majoran ist optional, wenn ihr das nicht da habt, müsst ihr es auch nicht unbedingt reinmachen. Salz, Pfeffer reicht eigentlich auch. Und Salz, nicht vergessen. Na gut, die Schüssel war jetzt doch nicht die idealste dafür. Gut, wir füllen einmal um. Ja, noch besser. Falls ihr so eine Kartoffelpresse habt, dann könnt ihr die nehmen, aber ich habe keine, oder? Ich glaube, ich hatte mal eine. Oder vielleicht habe ich sogar auch eine. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich im Vorratsraum sowas habe, aber ein Kartoffelstampfer tut es jetzt auch. Ich habe sogar polnische Kartoffeln. So, jetzt hat sich alles verbunden zu einer homogenen Masse. Ihr könnt ab und zu mal ein bisschen abschmecken. Ich habe nochmal nachgesalzen und nochmal mehr Pfeffer. Also ich mag das, wenn da schön viel Pfeffer drin ist. Und so sieht dann die Füllung aus. Ich schmecke nochmal ab. Ja, jetzt ist sie perfekt. Obwohl, noch ein bisschen Pfeffer kann ich noch rein. So, jetzt nehmt ihr euch ein Glas, müsst ihr mal schauen, so ein Durchmesser. Ich meine, ihr könnt da entscheiden, wie groß ihr die haben wollt. Wir haben jetzt hier mit dem Glas eigentlich relativ gute Größe. Und dann stecht ihr einfach so ein paar Kreise aus. Kreise, Ringe, ein bisschen schütteln. So, und dann ist wichtig halt eben, ja, müsst ein bisschen gucken. Manchmal klebt es doch ein bisschen an. So, ein bisschen am besten das hier nehmen. So, man kann den ja noch mal ein bisschen auseinanderzupfen, also es macht auch nichts. So, dann nehmt ihr euch was von der Füllung. Ich mache da schon einen guten Klecks. So, dann wird das Ganze zugeklappt. Dann macht ihr die Ränder zu und dann könnt ihr eigentlich entscheiden, wie ihr das macht, ob ihr das einfach nur so zudrückt oder ich mache da gerne so ein bisschen mit dem Fingernägeln so ein bisschen so ein gequetschtes Muster rein. Und dann haben wir hier den ersten fertigen
Pierogi. So, der erste ist immer der nicht so schöne, die anderen werden gleich besser. Aus dem Teig haben wir jetzt 85 Pierogi rausbekommen. Wenn das zu viel ist und ihr das jetzt, könnt das Ganze natürlich auch einfrieren. Wenn ihr das aber nicht wollt auf Vorrat, dann gerne den Teig halbieren. Für uns ist es ja jetzt genau richtig Portion zum Essen. Nur von der Füllung habe ich ein bisschen zu viel gemacht, aber das war jetzt auch Augenmaß. Von daher ja, müsst ihr mal schauen, wie viel ihr davon macht. Das war ein bisschen zu viel Kartoffeln. Ich fange jetzt an zu kochen und mache einen schönen großen Eintopf, denn das mache ich immer am liebsten und versuche jetzt auch so ein bisschen meine Gemüsereste zu verarbeiten, weil ich morgen einkaufen gehe und deswegen, ich zeige euch gleich mal, welche Zutaten ich benutze, aber ich mache extra, heute ist nämlich mein neuer Gusseisentopf angekommen und den möchte ich auch testen, endlich mal so ein richtig großer, ich wollte unbedingt noch einen Gusseisentopf haben in dieser Form. Und ja, einmal natürlich auch zum Brotbacken für die richtig großen Brote und natürlich auch um riesengroße Eintöpfe zu machen. Und dafür ist der ideal, denn der ist 9 Liter Fassungsvermögen. Und ja, den will ich auch jetzt unbedingt testen und mache hier den großen Eintopf. Also, immer wenn ich alles Mögliche nehme, was ich noch im Kühlschrank habe, entstehen die leckersten Eintöpfe. Ich verwende heute mageres Rindfleisch, also so ein Gulaschfleisch. Und auch dafür eignet sich eben Gusseisentöpfe sehr, sehr gut, denn das ist so ein Fleisch. Es ist sehr fettarm und dementsprechend oft sehr zäh, aber in Gusseisentöpfen gelingt das Fleisch immer sehr gut und wird immer schön zart. Dann habe ich hier noch unterschiedliche Kräuter, Thymian, Salbei, Bohnenkraut und Rosmarin, genau, Zwiebel, Chili, Knoblauch. Dann habe ich hier noch solche, weiß ich nicht, wie die heißen, diese türkischen Paprika, Spitzpaprika, Karotten, Zucchini, ein bisschen Spitzkohl noch, braune Champignons und
ich glaube, ich mache auch noch Kartoffeln rein. Wir wollen ja auch den Topf schön voll kriegen. Genau, das Ganze wird erstmal geschält, sauber gemacht, geschnitten und dann fange ich immer an, alles schön anbraten. Mache ich meine selbstgemachte Gemüsebrühe rein und mal schauen, was ich alles so reinhaue. Am Ende wird es auf jeden Fall lecker. Wir sind jetzt losgefahren. Einmal muss ich einkaufen und habe Medium einmal abgesetzt. Die holt ihr getöpfertes irgendwas ab. Die waren mit ihren Cousinen in so einem... Obwohl, nee, die haben es nicht getöpfert, die haben es nur bemalt. Genau, ich weiß nicht, wie man sowas nennt, auf jeden Fall. Das holt sie jetzt ab, dann muss ich ein bisschen was einkaufen. Also ich kaufe immer so für die ganze Woche so
ein, eigentlich das, was ich so halt kochen möchte. Meistens, hatte ich ja glaube ich schon mal gesagt, ist bei mir halt immer spontan. Also ich kaufe gerade das, was so an Gemüse und so weiter im Angebot ist. Alles so an große Sachen, da schauen wir dann immer, ne, was wo jetzt im Angebot ist zum Beispiel. Und dann kauft es eher dann mein Mann. Sei es jetzt irgendwelche Mandel- oder Hafermilch irgendwo, dann halt holt er immer gleich so einen ganzen Karton oder wie man das nennt. Ich schaue halt immer so und bei mir ist es unterschiedlich. Heute habe ich mal Lust, wieder bei Lidl einzukaufen. Mal gehe ich zu Aldi, dann mal zu Penny, manchmal zu Kaufland. Das ist bei mir eigentlich so spontan. Oder ich habe jetzt irgendwo gesehen, wo ich weiß, dass da gerade viele Angebote sind. Ansonsten wechsle ich gerne die Auswahl. Aber Lidl mag ich auch sehr gerne, weil die da viele regionale Sachen haben an Obst und Gemüse. Deswegen schaue ich da mal heute. Na, da ist sie ja. Willst du gleich mal deine Tasse zeigen? Und oh mein Gott, ist die süß geworden. Ich glaub's ja nicht. Oh, die ist ja mega. Guckt die euch mal an. Guck mal in. Ey, die ist mega. Oh mein Gott, du hast in eine Erdbeer gemalt. Oh, die ist so süß. Hast du deinen Namen auch gemacht, ne? Oh mein Gott, die ist richtig süß. Oh, voll schön. Die Farbe ist toll. Ja, so ein Beige. Und drinnen hast du wow. Und wie viel hat das dann jetzt ungefähr gekostet? Die Tasse hat jetzt 17 noch was gekostet. Also damit, dass man auch zusammen insgesamt mit ist, dass ihr das auch da bemalt. Genau. Oder hat das extra inklusive gekostet? Inklusive Farbe, alles. Alles inklusive? Ja. Ja, dann... So sieht ein schöner, gesunder Einkaufswagen aus. Okay, ein bisschen viel Plastikverpackung, könnte man drauf verzichten, aber dann kommt Maddie und dann ist es vegan, ja, steht vegan. Und dann guck mal, wie sie mein Bild kaputt macht, so indem sie dann solche Sachen reinmacht. Für so einen kleinen Kindereinkaufswagen. Es ist Freitag, 23 Uhr und ich zeige euch noch, wie ihr ganz schnell, ganz einfach euch selber eine Mandelmilch macht.
Ich mache das jetzt. Ich wollte das schon heute Morgen abfilmen. Ich habe die Mandeln über Nacht einweichen lassen. Deswegen muss ich das jetzt machen, obwohl ich wirklich gar keine Zeit hatte, heute zu vloggen. Es war so ein anstrengender Tag. Jetzt ist hier eine Woche Winterferien für die Kinder. Heute war wirklich, also heute war erstmal heute Morgen, waren wir mit unserem Steuerberater, haben Buchhaltung gemacht. Dieser ganze Papierkram, das hat mich so K.O. gemacht, ne? Dann sind die Kinder aus der Schule gekommen mit ihren Zeugnissen und ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber ja, wir haben uns halt jedes Kind einzeln in Ruhe genommen und Zeugnis angeguckt und besprochen. Es war mir ganz wichtig, dass wir das nicht immer so zusammen machen und hektisch und jeder, na, was hast du und so, sondern das machen wir eigentlich immer so, dass wir uns wirklich so jedes Kind alleine genommen haben, uns hingesetzt haben, angeguckt und gesprochen haben. Das ist halt wirklich, wenn man 7 Kinder hat, man denkt immer so, oh ja, 7 Kinder halt, ne? Oder 6 Dinge, 6 im gleichen Alter, ja, nee, es sind 6, ja, 7, 8 unterschiedliche Personen, unterschiedliche Persönlichkeiten. Jeder hat seine Stärken, andere Schwächen. Da wirklich als Eltern hinterher zu sein, ist echt nicht einfach und dementsprechend gucken wir auf jedes Kind einzeln ganz individuell, weil jeder ganz, ganz unterschiedlich ist. Ja, also das erklären wir auch den Kindern regelmäßig. Das hat lange gedauert. Das sind immer solche Sachen, die einen sehr anstrengen. Immer diese Kopfsachen, also wie gesagt, so Papierkram ist eine Sache, dann eben mit den Kindern immer so diese Sachen. Das sind anstrengende Sachen. Ja, und dann habe ich noch Hausarbeit gemacht, schnell Abendessen gekocht und mitfilmen. Glaubt mir, dieses Gefilme ist auch nicht so einfach, wie das hier aussieht. Ich habe ganz schnell auch die super leckere Rote-Bete-Suppe gemacht, die polnische. Die war lecker, dann habe ich nochmal frischen Reis gemacht und hatte noch Reste von dem Eintopf, den ihr auch gesehen habt. Und noch einen Brokkolisalat aus dem Thermomix. Auch sehr lecker, aber ich habe noch Federkäse mit dazu gegeben. Falls ihr auch den Thermomix habt, der Brokkolisalat ist sehr lecker, aber ich habe da noch Federkäse reingemacht. Also auch nochmal ein guter Step. Aber genau, was ich sagen wollte. Jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, ne? Es ist ja jetzt so, dass immer mehr irgendwelche Käfer, Larven und irgendwelche Dinge jetzt in Lebensmittel verarbeitet werden. Ja, so ist jetzt EU-Norm geworden, ja, dass diese Sachen jetzt verarbeitet werden. In Fertigsachen wie Brot, Brötchen, Keksen, Crackern, also Fertiglebensmittel, Suppen, Soßen, ganz, ganz vielen Sachen. Also da müsst ihr jetzt auch gerade so, ich weiß, vielleicht stört es den einen oder anderen nicht, aber ja, bei uns Muslimen ist es schon wichtig, wir müssen schon wissen, was wir da halt essen. Wir haben schon unsere Regeln, was wir essen dürfen und was nicht. Und da halten wir uns halt auch auf jeden Fall da dran. Ja, und meine Mission ist es eigentlich so, ja, immer mehr versuchen Dinge, die man halt wirklich immer isst, also frische Kochen und so, war bei mir schon immer wichtig, schon von klein auf, weil gerade als die 6 Dinge auf die Welt kamen, so gesundes Essen, ne, dass die Kinder gedeihen und wachsen und ja, gut genährt sind, das war mir schon immer wichtig, dass die Kinder gut essen und ja, viel gesundes Essen, aber jetzt bin ich halt so, ja, was ist los, Lecki? Im Jaut deine Ecke. Ja, einfach immer mehr Dinge, ja, ich auch immer drauf komme, so irgendwie selber zu machen. Und ich finde dann, das sind so Dinge, die mittlerweile, ne, Brot backe ich halt wirklich eigentlich so gut wie täglich. Ich bin zwar immer noch nicht so weit, ich muss mich noch weiter ein bisschen noch steigern mit meinen unterschiedlichen Brotrezepten. Willst du raus? Ja. Ich will mich noch weiter ein bisschen steigern und so weiter mit Sauerteig und so, aber nach und nach. Aber es gibt wirklich so Dinge, wo ich mir denke schon so, warum habe ich nicht schon vor Jahren immer selber Joghurt gemacht, Brot gebacken? Das sind so Sachen, ja, die nehmen eigentlich nicht viel Zeit. Und ich habe echt eine Idee, deswegen schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Ich glaube, ich mache das jetzt demnächst mal, dass ich so ein Video abfilme mit den irgendwie 3, 4 Dingen, die man im Alltag ganz leicht selber machen kann, ja, statt immer fertig zu kaufen. Ja, wenn euch das interessieren würde, dann schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich merke immer wieder, dann wird immer nach Rezepten und so weiter gefragt. Und da ich ja immer euch die meisten Sachen ja in meinen Vlogs zeige und nicht jedes einzelne Sache als Rezept filme, ist das immer so ein bisschen schwierig. Und dann, ich weiß nicht warum, plötzlich bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, weil unsere Hafermilch alle war. Falls ihr es nicht wisst, ich rede wieder lang. Falls ihr es nicht wisst, also ich trinke seit schon mindestens 3 Jahren oder so keine Kuhmilch mehr. Das Einzige, wo ich sie konsumiert habe, war eigentlich im Kaffee.
Kaffee trinke ich auch nicht mehr. Ich trinke meinen Matcha, aber ich trinke meinen Matcha Latte immer. Wir sind nicht vegan, ne? Also es ist nochmal so, wir sind nicht vegan, aber ich habe irgendwann irgendwie aufgehört, Kuhmilch zu trinken. Aber das war dann auch, weil ich mich mit meinem Hormonproblem, mit dem PCOS und so weiter beschäftigt hatte und so. Und da war dann halt so ein bisschen so mehr die milchfreiere Ernährung angesagt. Und dann bin ich auch irgendwie dabei geblieben. Und irgendwann halt, weil, also glaubt mir, ihr als Eltern, ihr seid immer das beste Vorbild für eure Kinder. Ja, wenn die Kinder sehen, ihr isst hier die ganze Zeit irgendwie gesunde Sachen oder Dings, die sind ja selber neugierig, denken so, oh, was ist denn das? Und die dann auch mal, oh, was ist, was, warum trinkst du das? Wie schmeckt das? Und dann haben die Kinder irgendwann meine Mandelmilch und Hafermilch probiert und es hat denen super geschmeckt. Und dann muss ich sagen, nö, wir wollen die dann auch. Ne, weil das Einzige, wo sie das trinken, ist es morgens im Müsli. Also bevor die zur Schule gehen, ist mir das schon wichtig, dass sie schnell mal so wenigstens eine Kleinigkeit essen. Und da geht halt immer so ein paar Löffel Müsli, geht immer am schnellsten. Und deswegen trinken da die Kinder entweder Hafer oder Mandelmilch, also mögen beides. Ja, deswegen, ich bin halt einfach der Meinung, dass zu einer ursprünglicheren Ernährung, nenne ich es jetzt mal so, ich es nicht für gesund halte, so viel tierische Produkte zu verzehren. Also das ist so meine Devise. Halt wenig Fleisch zu essen, aber dafür qualitativ hochwertiges, wenig Milchprodukte, aber dafür dann auch eben qualitativ. Ne? Also ich mache ja meinen Joghurt selber, ich kaufe dann halt wirklich so die sehr gute Bio-Weidemilch dann. Ja, solche Sachen, wir essen trotzdem halt Käse. Also wir sind wie gesagt nicht vegan, aber ich finde halt zu viel tierische Produkte zu verzehren, halte ich jetzt nicht für sehr gesund. Deswegen, kurz gefasst, trinken wir zu Hause Hafer- oder Mandelmilch. Und dann ist mir plötzlich, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, obwohl ich das schon längst wusste, dass man das selber machen kann, Hafer- und Mandelmilch, dachte ich mir, warum machst du das denn nicht selber? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe schon beides gemacht. Ich habe schon Hafermilch gemacht. Ich habe schon eine Mandelmilch gemacht. Die ist von gestern. Und ich zeige euch deswegen nochmal, wie einfach das ist. Ganz, ganz schnell. Fangen wir mal mit der Hafermilch. So. Vorteil ist, ihr braucht für 1 Liter Hafermilch 100 Gramm Haferflocken. Das heißt, wenn ihr hier so 500 Gramm habt, dann habt ihr hier 5 Liter Hafermilch insgesamt. Wenn ihr das nur für Müsli, solche Sachen für, sage ich jetzt mal, zum Kaltverzehren nimmt, perfekt. Schmeckt super, gar kein Problem. Wenn ihr das erhitzen wollt in euren Kaffee oder aufschäumen, das klappt leider nicht. Denn die Haferflocken haben ganz viel Stärke und sobald sie warm werden, quellen sie auf und werden wie beim Porridge, wie beim Haferbrei, dickt das an, also auch die pürierten dicken an. Das heißt, da ist es schwierig. In der Fabrik werden da dort irgendwelche Enzyme reingemacht, wo dann sich die Moleküle da irgendwann spalten und somit halt auch die Hafermilch so süßlich schmeckt, aber halt sich das da irgendwie so löst, dass die eben nicht anliegt, wenn man sie erwärmt. Das ist dafür. Also, falls ihr da aufschäumen möchtet, funktioniert leider nicht. Da man könnte sich diese Enzyme irgendwo im Internet besorgen, habe ich gelesen. Keine Ahnung. Also muss jeder für sich schauen. Dann Mandelmilch. Hier habt ihr, ich meine, wenn man die gekaufte guckt, da ist ja meistens 1% Mandeln. Hier haben wir auf 1 Liter 200 Gramm Mandeln. Das heißt, das ist jetzt nicht so günstig, dann so ein Liter. Aber ihr habt hier natürlich auch die guten Fette und alles, was in der Mandel steckt, dann auch drin. Das muss man dann auch wieder berechnen. Bei der gekauften ist es dann dieser 1% Mandel, das ist nichts. Aber ich denke, man kann die auch gut verdünnen. Ich finde schon, dass die sehr doll nach Mandel schmeckt. Also ich würde auch vielleicht mal gucken, nächste Mal ein bisschen weniger zu nehmen. Die kann man erwärmen, kein Problem, schmeckt auch gut. Aufschäumen ist ein bisschen schwierig. Die hat sich richtig gut aufschäumen lassen, war dann richtig Schaum. Aber dadurch, dass die ja einen hohen Fettgehalt hat, war dann dieser Schaum so ein bisschen grisselig und ja, wie halt so fett, ne, wenn es so fest wird, also war dann nicht so lecker in meinem Matcha. Also warm, ja, aber aufschäumen funktioniert hier leider auch nicht. Also da müsst ihr euch echt mal so ein bisschen durchforschen. Da gibt es auch viele Videos im Internet. Kann man alles ausprobieren. Reismilch gibt es, Cashewmilch. Also ihr könnt eigentlich alles an Getreide, Nüssen und Saaten als Milch verarbeiten, Hanfmilch und so weiter, also ganz, ganz viele Sachen. Ja, ich habe hier, als ich das gemacht habe, habe ich ganze Mandeln genommen, ungeschälte. Wie gesagt, einmal über Nacht die Mandeln einweichen, 200 Gramm. Ich habe sie auch wieder eingeweicht. Diesmal habe ich sie geschält. Dadurch, dass sie eingeweicht waren, geht die Schale ganz einfach ab. Also da musst du einfach nur so mit den Fingern einmal so drücken und zack ist die Schale ab. Und diesmal mache ich auch noch 3 Datteln rein. Also wenn ihr die ein bisschen gesüßt haben wollt, dann könnt ihr gerne ein bisschen Datteln reinmachen. Dann wird die Milch auch süß. Dafür braucht ihr halt eben nur
Nur, ist gut. Entweder habt ihr einen guten Mixer. Eigentlich geht es auch mit einem Pürierstab. Also einfach braucht ihr irgendwas, was mixt. Ich habe hier jetzt den Thermomix. Das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft, denn der mixt es richtig, richtig gut. Dann braucht ihr eigentlich nur noch entweder, ich habe mir das jetzt neu geholt, dieses wirklich ist so ein Nussmilchbeutel-Siebding irgendwas. Ich hatte nämlich auch Tücher, also solche, Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber das fand ich sehr schwer zum Quetschen. Das habe ich mir neu bestellt und schon benutzt und finde das richtig super. Also das kann ich auch gerne verlinken, habe ich über Amazon bestellt. Finde ich sehr, sehr gut, weil hier ließ es sich richtig super ausquetschen und die Reinigung war super einfach, so direkt unter Wasser gespült. Das ist eigentlich alles und dann einfach nochmal irgendwie einen sauberen Behälter, wo das reinkommt. Den Zester oder wie man das nennt, was dann von der Mandel übrig bleibt, das nicht wegschmeißen. Ich habe noch was von gestern. Da werde ich auf jeden Fall dann morgen nochmal Energieballs machen. Also es könnt ihr auf jeden Fall diesen Rest, ne, wenn ihr seht, wie das aussieht, den Rest von den Mandeln könnt ihr entweder zum Backen oder eben in Müsli-Riegel oder eben wie in meinem Fall in Energieballs nochmal verarbeiten. Also das auf gar keinen Fall wegschmeißen. Gut, sehr lange Rede. Kurzer Arbeitsaufwand. Legen wir mal los. Also Mandeln rein mit den Datteln. Das Wasser dazu geben. Ein Liter Milch. Ich mache diesmal ein klein wenig mehr. So, und jetzt einfach nur noch mixen. Jetzt mache ich mir mal das Teil hier so rüber. So funktioniert das bei mir am besten. Schaut mal, wie krass weiß das einfach aussieht. Jetzt gießen wir das hier durch. Mache ich hier einmal meinen Beutel zu. Und jetzt müsst ihr nur noch ein bisschen melken. Mit sauberen Händen natürlich. Aber das funktioniert eben mit diesem Beutel besser als mit dem Baumwoll- oder Leintuch oder was das war für ein Tuch, was ich da hatte, da war es ein bisschen schwerer. Und jetzt einfach so lange drücken, bis eigentlich nichts mehr rauskommt. Und wie gesagt, den Rest der Mandeln nicht wegschmeißen. Ihr könnt es theoretisch auch in den Ofen tun und das Ganze trocknen, dann habt ihr Mandelmehl. Also falls ihr Mandelmehl benötigt, einfach auf dem Backblech so ein bisschen verteilen und ein bisschen trocknen lassen. Und dann habt ihr zum Beispiel hier dann euer Mandelmehl. Und so schnell habt ihr eine Nussmilch hergestellt. Das Ganze könnt ihr auch aus Pistazien machen, Walnüssen. Walnüsse habe ich auch noch ganz viel, will ich auf jeden Fall probieren. Und Pistazienmilch stelle ich mir super lecker vor. Die werde ich auf jeden Fall auch noch machen, wenn ihr die Hafermilch macht. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das im nächsten Vlog-Video oder so nochmal sehen wollt. Dann zeige ich euch das auch nochmal. Da ist es nur wichtig, dass ihr super kaltes Wasser und Eiswürfel mit mixt, damit die nicht schleimig wird. Ne? Weil ich schon meinte, sobald die sich erwärmt und beim Mixen kann das halt passieren, dass die dann warm wird und dann wird sie halt eben schleimig und das ist dann nicht so lecker. Aber ich habe das so gemacht mit sehr kaltem Wasser plus Eiswürfeln und da war sie super kalt und super lecker. Jetzt bin ich mal gespannt, wie gesagt, weil ich diesmal die geschälten Mandeln genommen habe, ob es jetzt irgendwie so ein Unterschied ist,
Aber wenn ihr allein guckt, ne, die Farbe. Also wie gesagt, ihr könnt theoretisch, wenn ihr sagt, ja, so Mandeln, 200 Gramm Mandeln ist auch nicht günstig für einen Liter Mandelmilch, dann könnt ihr die auf jeden Fall nochmal, okay, mit den geschälten Mandeln finde ich sie besser. Definitiv, ja. Man schmeckt halt die Mandeln, ne? Wenn ihr sagt so, nee, ich brauche jetzt nicht so einen starken Mandelgeschmack oder so, dann könnt ihr ruhig noch ein bisschen verdünnen. Könnte man vielleicht so, ich sag mal so, auf 1,5 Liter vielleicht strecken. Nicht, dass sie dann zu dünn wird. Sehr lecker. Sehr gut. Nee, also wenn ihr es macht, dann macht gerne mit den geschälten Mandeln. Finde ich sogar noch leckerer. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was macht ihr eigentlich alles so selber. Was sagt ihr? Ja, das mache ich immer selber. Das ist super easy. Ich liebe ja den Austausch mit euch und eure Tipps sind immer Gold wert. Und ich freue mich über eure Tipps und Anregungen und dass ich sie dann auch allen anderen weitergeben kann. Deswegen immer schön in die Kommentare schreiben. Ich freue mich jedes Mal. Ja, danke auch noch für das ganze Feedback vom letzten Video. Ich freue mich ja, dass euch die langen Videos gefallen. Ich glaube, dieses Video ist dafür aber gar nicht mal so lang. Weil ich die Woche ja eben nicht so viel mitgefilmt habe. Aber dennoch hoffe ich, dass das Video euch gefallen war. Wenn das der Fall war, dann lasst dem Video sehr gerne einen Daumen hoch da. Ich hoffe, ihr habt auch den Kanal abonniert und die Benachrichtigungsglocke aktiviert. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Das geht schon morgen los. Heute haben wir jetzt die Ferien begonnen. Und ich werde jetzt ab morgen jeden Tag mit einem Kind das machen, was das jeweilige Kind gerne machen möchte mit mir alleine. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was wir so die ganze Woche machen werden. Sie wird auf jeden Fall actionreich, denke ich mal. Und ja, deswegen hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!